Lasst uns die Geschichte von der Schildkröte und dem Hasen lesen. Ja, bitte, ich möchte der Hase sein. Okay, Lilly. Und ich möchte die Schildkröte sein. Ich liebe Schildkröten. Also gut, los geht's. Ich kann dich in einem Rennen schlagen. Ja, klar kannst du das. Ein Rennen willst du? Dann bekommst du ein Rennen. Los! Schildkröte und Hase wollten sich gern messen. Ich schlag dich in einem Rennen. Das kannst du gleich vergessen. Oh ja? Aha. Sie schüttelten die Hände und schlossen einen Pakt. Der Beste soll gewinnen. Das bin ich, ist doch Fakt. Das ist sie, ist doch Fakt. Laufe schnell, schau nicht zurück. Du kannst es schaffen, Stück für Stück. Schnaufen, pusten, unbestimmt. Tempo halten und du gewinnst. Immer das Tempo halten. Laut hörte man den Pfiff. Dann ging es auch schon los. Der Hase ganz schnell ran. Ich gehe es langsam an. Jupp. Die ganze Strecke entlang. Vom Hasen keine Spur. Schnell wie eine Rakete, die Schildkröte lächelt nur. Ich kann's schaffen, ja, ich kann. Behalte meinen Fokus wie ein ganzer Mann. Warte, ich dachte, du bist eine Schildkröte. Jetzt bin ich verwirrt. Laufe schnell, schau nicht zurück. Du kannst es schaffen, Stück für Stück. Schnaufen, pusten, unbestimmt. Tempo halten und du gewinnst. Ich mach ne kurze Rast und ruh mich aus. Ich bin an erster Stelle, die Schildkröte lach ich aus. Ich hab mir meine Pause verdient. Der Hase schnarchte laut und schlief wie ein Stein. Die Schildkröte kam vorbei und wird gleich Erste sein. Jetzt hab ich's fast geschafft, das Ziel ist schon so nah. Sollte ich gewinnen, verbeug ich mich, hurra! Wie verbeugen sich Schildkröten? Laufe schnell, schau nicht zurück. Du kannst es schaffen, Stück für Stück. Schnaufen, pusten, unbestimmt. Tempo halten und du gewinnst. Tempo halten. Die Schildkröte, sie schafft es. Sie hat das Ziel erreicht. Alle jubeln fröhlich. Das hast du gut gemacht. Gewonnen. Also ich hab immer mein Tempo gehalten. Ja, ja. Der Hase war geknickt, den Sieg bekam er nicht. Ach, ist doch nicht so schlimm, ich mach ein lustiges Gesicht. Schau, ungefähr so. Es ist nur ein dummer Wettbewerb. Ja, du hast recht, was wirklich zählt, ist Freundschaft. Schnell, schau nicht zurück. Du kannst es schaffen, Stück für Stück. Schnaufen, pusten, unbestimmt. Tempo halten und du gewinnst. Tempo halten und du gewinnst. Auf! Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Auf! Ha! Was hast du gewonnen? Was sind meine Optionen? Lass uns die Geschichte von Goldlöckchen lesen. Oh ja, Goldlöckchen und die drei Bären. Nun, es war einmal... Goldlöckchen ging spazieren und kam zu einem Haus im Wald. Das Haus gehörte drei Bären. Ich würde gerne reingehen, wenn ich könnte. Was du nicht sagst. Goldlöckchen ging hinein und fand drei Schüsseln voll Essen. Brei, sagte sie. Wie schön. Das ist wirklich gut. Aber das erste war zu heiß. Der zweite war zu kalt. Der dritte, nun ja. Seht her, der hier ist genau richtig.
gemütlich machen. Glöckchen ging ins Wohnzimmer, dort fand sie drei sehr schöne Stühle. Sie musste sie natürlich ausprobieren, aber sie gehörten drei Bären. Das sieht gemütlich aus. Nun, der erste war zu groß, der zweite war zu groß auch. Der dritte war genau richtig, aber als sie saß, der brach zusammen. Ups, Gänseblümchen, oh je, vielleicht muss ich mich einfach hinlegen. Goldglöckchen ging nach oben und dort fand sie drei Betten. So viele Möglichkeiten, froh zu schlafen, will meinen müden Kopf ausruhen. Das erste Bett war zu hart und das zweite zu weich für mich. Aber das dritte Bett ist genau richtig. Ich glaube, ich schlafe einfach ein. Während Goldi schlief, kamen die Bären nach Hause und sie trauten ihren Augen nicht. Ihre Tür stand offen, war jemand da? Was für eine Überraschung! Jemand hat meinen Brei gegessen. Jemand hat meinen auch probiert. Hey, meins ist weg. Oh je, oh je. Was soll ein Babybär tun? Oh Gott, schauen Sie in mein Zimmer. Verstehst du, was ich meine? Jemand hat auf meinem Stuhl gesessen. Und auf meinem Stuhl saß jemand auch. Mein Bett ausprobiert. Das ist kein normaler Bär. Jemand hat in meinem Bett geschlafen und oh, sie ist immer noch da. Ah! Ich wollte gerade gehen. Tschüss. Goldglöckchen lief in den Wald, versteckte sich in der tiefen Schlucht. Drei Bären verschlossen ihre Tür und sahen Goldi nie wieder. Und sahen Goldi nie wieder. Welche Erleichterung. Hey, wer will die Geschichte vom Löwen und dem Häschen hören? Ich! Ich will. Kann ich den Häschen spielen? Na klar. Ich will der große, böse Löwe sein. Natürlich willst du das. Okay, los geht's. Ein mächtiger, mächtiger Löwe lag schlafend im Wald. Da kam ein Häschen aus der Nachbarschaft. Besinnlich sich stieß an die Zehen des Löwen. Entschuldigung, Herr Löwe, sie sagte, und dann erstarrte sie. Es war nur ein Unfall. Der große Löwe schlug dem Häschen auf den Schwanz. Ho, 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 erwischt! Jetzt bist du im Löwenknast. Oh, bitte sehr, Herr Löwe, verschone mich diesmal. Verspreche es dir zurückzählen, nur weil du so nett warst. Ich werde wirklich. Das ist ziemlich lustig. Ein kleines Häschen hilft mir. Nun, vielleicht ich lasse dich gehen. Aber nur dieses Mal. Du bist nur ein kleines Häschen mit einem schwachen Verstand. Oh, danke dir, Herr Löwe. Sieh das Lächeln an meinem Gesicht. Jeder Akt der Güte macht die Welt zum besten Ort. Seht ihr, das liest es schon. Und damit ließ der große Löwe das kleine Häschen los. Das war nett von den Löwen.
Ja, aber Sie werden nie glauben, was dann passiert ist. Oh mein, was ist passiert? Komm schon, sag es. Einmal geriet der Löwe in eines Jägers Netz und plötzlich fing der Löwe richtig an zu schwitzen und brüllte er so laut, das Häschen hörte seinen Schrei. Ist das mein Freund der Löwe? Ach meine Güte, nein! Loch. Und das begann sich zu dämmen. Das Loch wurde so groß, dass der Löwe kam heraus. Er sah sie schockiert an und sagte, was bedeutet das? Oh, dafür sind Freunde doch da. Was meinst du damit? Es ist gut, deinem Freund zu helfen. Ich halte meine Versprechen immer bis zum Ende. Ich sagte doch, Herr Löwe, teile dich zurück. Freundlichkeit ist ein Geschenk, das immer dich befreit. Du bist frei. Der Löwe schnurrte und sie lebten glücklich und zufrieden. Wie beste Freunde. Ja, genau so. Mama, erzähl uns die Geschichte von dem kleinen Mädchen, das immer Rot trug. Ja, und ich will von dem großen bösen Hund. Okay, beruhigt euch und ich erzähle euch die Geschichte von Rotkäppchen. Ja! Yeah. Es war ein Mädchen ganz in Rot gekleidet. Oh ja, ich gehe spazieren, sagte sie. Oh ja, ich gehe zu Oma, ich gehe durch den Wald. Ich kenne eine Abkürzung, die ist ziemlich gut. Oh ja, oh ja, oh ja. Rotkäppchen, sprich nicht mit Fremden. Ja, Mama. La, 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 la. Mama gab Rotkäppchen ein paar Leckereien. Oh ja, oh ja. Um ihre Oma Süßigkeiten zu bringen. Oh ja, oh ja. Doch im Wald hielt ein Wolf Rotkäppchen an. Er sagte, na hallo, Kleine. Ich muss los, sagte sie. Oh ja, oh ja. Stinkst irgendwie? Oh ja, oh ja. Als sie dann loslief, folgte der Wolf. Rannte voraus, als die Luft war rein. Oh je, oh je, oh je. Ja, das ist richtig, Kinder. Der Wolf kommt zu Omas Haus. Oh nein, oh nein. Erschreckte sie mit seinem haarigen Gesicht. Oh nein. Sie anzog ihre Kleider an und legte sich in eine Oma Busi ins Bett. Oh nein, oh nein, oh nein. Hilft mir! Oh. Ja, komm rein, Liebes. Hallo, Oma. Sagt der Mädchen, als sie kam durch die Tür. Oh ja. Der Wolf dann rülpste ganz laut, da Rotkäppchen die Perücke sah. Oh ja, oh ja, oh ja. Ups. Aber Oma, was für große Ohren du hast. Na, ist das so? Und Oma, was für große Augen du hast. Ist das so? Um dich zu essen. Oh nein, oh nein, oh nein.
Das ist, was du denkst, Mister. Auf keinen Fall. Rotkäppchen rief, oh ja, oh ja. Dann ein Jäger, der hackte Holz, oh ja, oh ja. Platzte herein und schüttelte den Wolf, schloss die Tür auf und ließ Oma raus. Oh ja, oh ja, oh ja. Du großer, böser Wolf! Mama! Nun, Oma hatte Angst, aber sie war okay. Oh ja, oh ja. Rotkäppchen sagt, ich habe eine Lektion gelernt. Oh ja, oh ja. Sprich nicht mit Fremden. Wie wär's damit? Und sie unterhielten sich lange und nett. Oh ja, oh ja, oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja. Was ist mit dem großen, bösen Wolf passiert? Sie haben ihn weggeschickt und er kam nie zurück. Was für eine Erleichterung. Und was ist mit dem Korb voller Leckereien passiert, die sie zu Omas Haus gebracht hat? Noch was übrig für mich?